Guten Morgen, es ist kurz nach 7. Ich möchte gerne einen kurzen Einblick in den Tagesablauf der Jungs geben. Die müssten um 7:30 spätestens hier eintrudeln und kurz danach gehen wir rüber ins FSZ. Das ist das Sport- und Freizeitzentrum und da steht die erste Einheit Kraft an. 3, 2, 1, los! Einer Stunde Kraft, intensiven Krafttraining, gehen wir dann quasi fußläufig 30 Sekunden weiter ins Schwimmbad und haben die zweite Einheit Aquajogging, dreiviertel Stunde steht dann das gemeinsame Wassertreten auf dem Programm. 3, 2, 1, Frequenti! Komm! Gib Gas! Komm! Arme vorne raus! Auf der Stelle! Gehen, 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 gehen! Komm! Und immer vorne raus die Arme! Immer schön den Widerstand wegdrücken, komm! Frequentiv, schnell arbeiten. Dennis! Dennis, vorne raus, mehr! Die Jungs arbeiten mit Pulswerten. Das werden Sie dann dementsprechend auch sehen, dass ich auch zwischendurch mal die Werte immer wieder abfrage, notiere. Pascal! Ricky! 46. Um auch zu sehen, ob der eine oder andere wirklich im Extrembereich arbeitet oder ich dann noch vielleicht auch individuell mit dem einen oder anderen Spieler noch etwas nachzuholen habe, weil der im Extrem ausschlägt und vielleicht bei einer nicht so hohen Belastung. Und dann kann ich dementsprechend auch sehen, ob einer dann auf einem gewissen Fitnesszustand sich bewegt oder nicht. Wir sind jetzt bei der dritten Einheit angekommen. Vorab erstmal ein Passspiel als Erwärmung. Und als Hauptteil wird dann ein Spiel 7 gegen 7 plus 2 Torhüter auf 6 Tore erfolgen, ballnahe verschieben des ballentfernten defensiven Spielers. Und ich werde am Ende dann letztlich sehen, wie gut die Jungs das Ganze umgesetzt haben und dann auch nach und nach auf Verbesserungsvorschläge dann noch unterbreiten. Es muss dementsprechend hier dieser Weg mitgegangen werden, okay? Wir werden es sonst nicht hinbekommen. Und Mike, für dich heißt es, wenn Petrus mal Attacke gibt, heißt es für dich mitzugehen. Nicht für sagen, ich gehe hier ran und Kevin, lauf mal. Du musst ihn übernehmen und mit ihm gehen, okay? Stopp! Die letzten 3 Wochen haben wir jetzt, sind wir in der Vorbereitung und muss echt sagen, ist ziemlich hart, macht aber Spaß mit den neuen Jungs, die jetzt auch mittlerweile zu uns gestoßen sind. Alle ganz locker drauf, man kann gut miteinander kommunizieren, keine Schwierigkeiten mehr. Und ich denke auch, dass wir so jetzt in den nächsten paar Wochen noch mehr zusammenreifen und dann ein gutes Team werden und die Saison positiv bestreiten werden. Anfang August haben wir dann unser erstes Spiel auswärts und wollen wir natürlich mit 3 Punkten dann wieder nach Halberstadt kommen.